Hallo liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zu Mustermatt. In der letzten Folge habe ich euch ja ein bisschen was darüber erzählt, dass Schachprobleme nicht nur Rätsel sind, sondern dass Problemschach auch viel mit Ästhetik und künstlerischer Gestaltung zu tun hat. Aber natürlich kann man ein Problem auch komponieren, einfach deshalb, weil man den Lösern das Leben so schwer wie möglich machen will. Und mit einer solchen Aufgabe haben wir es heute zu tun, ein Matt in 4 von Herbert Grasemann. Grasemann war eine ganz prägende Gestalt im Problemschach des 20. Jahrhunderts. Er hat zwar gar nicht so viele Probleme komponiert, da waren andere produktiver, aber unter den Stücken, die er gebaut hat, sind einige absolute Meisterwerke. Es gibt also ein paar Klassiker, die eigentlich jeder Problemfreund kennt, der sich schon längere Zeit mit Problemschach beschäftigt. Und Grasemann hat nicht nur Probleme komponiert, sondern er hat auch über das Problemschach geschrieben. Unter anderem dieses Buch, Schach ohne Partner, erschienen 1977. Und dieses Buch hat sich über 40.000 Mal verkauft. Ganz erstaunliche Zahl für ein solches Nischenthema, wie das Problemschach ja sicherlich ist. Sehen wir uns die Aufgabe mal an. Was man sofort sieht, ist, dass Schwarz ja gar nicht richtig mitspielt. Er hat da seinen König, der kann sich schon gar nicht mehr bewegen. Und der einzige Offizier, der ihm geblieben ist, ist der schwarze Läufer rechts unten. Der ist da komplett eingeklemmt. Ansonsten gibt es nur noch ein paar Bauern. Und wenn wir jetzt mal sehen, was hätte Schwarz denn für Züge, wenn er im Zug wäre, dann ist das tatsächlich nur einer, nämlich er müsste mit seinem B-Bauern nach B3 ziehen. Und wenn er das machen würde, dann würden wir Hurra schreien und mit unserem C-Bauern auf C3 den König matt setzen. Eine solche Zugfolge, also wenn man sich vorstellt, nicht weiß, wer am Zug, sondern schwarz, nennt man im Problemschach das Satzspiel oder den Satz. Und wenn es im Satz ein Matt gibt, dann ist das ein Satzmatt. Wir haben also hier ein einzügiges Satzmatt. Das klingt so, als ob das eine erfreuliche Nachricht wäre, aber de facto ist es oft so in Problemen, dass die eigentliche Lösung mit dem Satzmatt überhaupt nichts zu tun hat. Und dann kann das eher ein Hindernis beim Lösen sein, weil man dieses Matt nicht mehr aus dem Kopf kriegt. Schauen wir uns mal an, was Weiß ziehen kann. Und ich möchte mal alle Kandidaten kurz durchgehen. Unser B-Bauer wird den Schlüsselzug nicht machen, denn dann wäre Schwarz sofort Patt. Wenn wir den C-Bauern ziehen, dann kann er sofort geschlagen werden. Wenn unser Springer auf D7 irgendwo hinzieht, dann würde der schwarze König 2 Fluchtfelder kriegen. Wenn der andere Springer zieht, dann würde er das Fluchtfeld E4 kriegen. Wenn unser Läufer zieht, dann würde der schwarze Bauer von E3 nach E2 ziehen und der schwarze König könnte dann irgendwann das Feld E3 betreten. Und schließlich, wenn der weiße König zieht, dann würde der schwarze Bauer G2 sich umwandeln und gleichzeitig den schwarzen Läufer befreien. Keiner dieser Züge sieht irgendwie vielversprechend aus. Und ihr könnt ja an dieser Stelle das Video mal kurz anhalten und einfach mal raten, welcher weiße Stein ist derjenige, der den Schlüsselzug ausführt. Ja, die Antwort ist, der Schlüssel ist König G1 zieht nach H2. Wenn euch dieser Schlüssel überrascht, dann kann ich euch versichern, die Löser und Leser von der Berliner Morgenpost werden auch überrascht gewesen sein. Und die erfahrenen Löser vielleicht noch mehr als die unerfahrenen Löser. Denn diese Konstellation da unten in der Ecke, dieses Trio König, Läufer und Bauer, das war nichts, was Grasemann erfunden hat, sondern das gab es schon vorher in ganz vielen Problemen. Es ist praktisch ein Patentschema, wenn ein Komponist versucht, den weißen König bewegungsunfähig zu machen. Also wenn ein erfahrener Löser diese drei Steine da unten sieht, dann weiß er schon, da unten bewegt sich gar nichts. Und diese Erwartungshaltung, ja, mit der hat Grasemann gespielt und er hat es eben doch in die Tat umgesetzt, dass der weiße König den Schlüsselzug ausführt. Eine ebenso geniale wie gemeine Idee, würde ich mal sagen. Gucken wir uns mal an, wie es weitergeht. Wenn wir diesen Schlüsselzug gemacht haben, dann wird natürlich Schwarz
seinen Bauern umwandeln. Wir müssen die Dame schlagen, damit sind schon mal zwei von unseren vier Zügen weg. Und jetzt ist Schwarz dran und hat drei Züge, die er mit dem Läufer machen kann. Und das wäre noch einmal eine Gelegenheit, das Video anzuhalten. Überlegt euch mal, wie wir auf diese drei Läuferzüge reagieren können. Also Schwarz könnte einmal mit dem Läufer nach G2 ziehen. Da könnten wir den einfach schlagen. Und dann würde dieses Satzmatt doch noch Realität werden. Denn jetzt könnte Schwarz nur diesen Bauernzug machen und da ist unser Matt. Der Läufer könnte auch nach E4, das wäre die schlechteste Variante für Schwarz. Auf E4 würde er seinem König ein Fluchtfeld nehmen. Und jetzt müssten wir uns um dieses Feld nicht mehr mit unserem Springer kümmern, sondern der wäre frei und könnte schon im dritten Zug auf E6 matt setzen. Und das Beste wie immer zum Schluss, der Läufer könnte nach F3 ziehen. Und da würde er zu einem sogenannten Fernblock ziehen. Was heißt das? Der Läufer zieht auf ein Feld, wo er seinem eigenen König ein Fluchtfeld nimmt. Aber nicht in dem Moment, wo er auf dieses Feld zieht, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, wenn der König sich in diese Richtung bewegt hat. Es geht hier nämlich so weiter. Der Springer gibt Schach auf E6, der König zieht nach E4. Und jetzt haben wir das Matt mit dem Läufer auf D3. Und ihr seht, das wäre kein Matt, wenn der schwarze Läufer seinem König nicht das Feld F3 nehmen würde. Ja, ein sehr schwieriges Problem. Was ich am Anfang gesagt habe, dass es da nicht so sehr um Ästhetik und künstlerische Gestaltung geht, das stimmt nur zum Teil, denn wenn ihr euch das Matt anguckt, das ist schon ein sehr schönes Mustermatt. Der schwarze König kann drei seiner Nachbarfelder nicht betreten, weil da eigene Steine draufstehen. Die anderen Felder sind ihm alle durch Weiß genommen, aber jeweils nur aus einem einzigen Grund. Und alle weißen Offiziere sind an diesem Matt beteiligt. Ich bin mir sicher, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich euch hier eine Aufgabe von Grasemann präsentiere. Beim nächsten Mal wird es aber ein anderer Autor sein und es wird ein bisschen sportlich zugehen. Lasst euch überraschen. Wie immer, wenn ihr uns ein Like da lasst oder einen Kommentar, dann freuen wir uns. Und wenn ihr den Kanal abonniert, dann verpasst ihr in Zukunft keine Folge. Und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.